Ja, wobei. Mal draufschießen ist fast einfacher. Ach, was soll's. Nimm hier Rocket. Du bist ein Rocketeer, du musst Rocketeering machen. Dann irgendwie einschränken. 3,3, obwohl er sich nicht bewegt hat. Das ist doch. Mach. Ich hab Bus. Reaction Fire geht auch auf Raketen. Das wäre mir neu. Aber anscheinend, ja, okay. Sauber! Es waren auch noch mehr, also definitiv mehr als drei Felder, aber ja. Du schaffst das schon irgendwie. Oder mit dir würde ich eigentlich ganz gerne den da hinten taggen. Sniper. Wechsel mal auf Pistole. Stell dich mal so hin, dass du in Zukunft auch eine einigermaßen Schussposition hast. Und versuch dein Glück. Ich hab. Schön. Ganz ohne Laserpistole, die ich nämlich immer wieder vergesse auszurüsten. Dich behalte ich in der Hinterhand, eventuell um noch einmal zu kommandieren. Kannst du von da aus bis da ganz hinten hin? Nicht, ne? Ne. Du. Ja, warte, dann lade ich mit dir nach. Benutze mit dir die Kommandofähigkeit. Ich habe sie nur ein einziges Mal. Benutze trotzdem mit dir die Kommandofähigkeit auf den Char, damit der Char holotaken kann und der Rest einigermaßen trifft. Jo. Haben wir auch noch jemanden, der schießen kann? Nie so wirklich, ne? Nichts aufdecken, nichts aufdecken, nichts aufdecken. Dramatische Musik. Komm schon. Scher. Scher sieht nichts. Aber ich will töten. Menno. Ziehst dich zurück? Ziehst du dich auch wirklich zurück, oder? Ja. Gut, also ein Floater on the loose. Nix da drüben. Na gut, okay. Dann rück ich jetzt nicht weiter aggressiv vor, sondern so, dass ich schön Overwatch machen kann und bei den entsprechenden Charakteren nachladen. Weil ihm einfach hinterher zu stürmen mit halber Munition und... Nee. Nee. So sterben Leute. Ich habe genug Leute verloren. Nachladen, go. Du mit den wenigsten HP darfst ruhig in halbe Deckung gehen. Ja, das ist eine super Logik. Drohnen sind super. Die brauchen wir für Dinge. Die sind leicht zu töten. Normalerweise. Acht ist nicht so viel. Wie mal da. Siehst nichts, aber die kommen bestimmt noch näher. Wieder zurück. Medic idealerweise auch wieder zurück. Und dann mal eine kostenlose Heisung schmeißen. Dahin. Und ich denke, er sollte sich zurückziehen, damit die alle noch näher rankommen. Wenn sie näher rankommen, kriegen sie von allen anderen was ab. Ja, zieh dich mal dahin zurück. Sobald irgendwas über den Kamm kommt, ballerst du. Das ist der Plan. Ja, sehr komplizierte, abgefahrene Plan. Ja.
Du bist da hinten eigentlich echt viel zu weit weg. Geh mal dahin und dann Steady Weapon. Komm her. Ganz viel Overwatch für euch. Das war eine von fünf. Anderthalb von fünf. Mal sehen. Abgetaucht. Ich sollte anders ziehen. Warte. Okay, zwei von fünf sind zerstört. So ist besser. Einer sei geschlagen. Zwei zerstört, zwei angeschlagen. Zwei zerstört, zwei sehr angeschlagen. Das ist die einzige Drohne, die noch unversehrt ist. Die will uns flankieren. Aber keiner hat diese Runde was gemacht. Das ist doch schon mal gut. Sniper. Der Sniper kommt so selten dazu, irgendwas zu machen. Du probier mal, den 1 HP dazu machen, weil du eine Drohne nicht siehst. GZ. Okay, wer sollte noch einen Kill haben? Wir hatten keine wirklich niedrigen dabei mehr, ne? Also richtig niedrige. Corporal ist das niedrigste. Ja, gut. Du. Raketenschmeißer. Hurra. Rest macht alt. Oh. Und irgendwo lebt noch eine. Genau die. Und es ist gut, dass ihr nicht alle in Overwatch auf einmal ausgelöst habt. Genau sowas. Das braucht ja auch alles Munition. Das heißt, sie dürfen jetzt alle erstmal nachladen. Yep. Steady. Wir haben immer noch einen Floater on the loose, der hier hinten abgehauen ist. Ansonsten sollte aber langsam nur noch das UFO selbst da sein. Da ist das UFO selbst. Also nähe ich mich jetzt im UFO und hoffe das Beste. Das hören die Soldaten immer gerne, ne? Wenn der Commander sowas sagt. Oh, hoffen wir mal das Beste. Das wird schon gut gehen. Wenn der Commander irgendwo in der Heimatbasis sitzt und das Ganze nur durch eine Kamera beobachtet. Yep. Ganz hier hinten Overwatch zu machen, bringt eigentlich gar nichts. Ja, viel weiter vorrücken. Da ist ein schöner Spot. Ja. Du wirst von da aus auch nicht das UFO sehen können. Du schnappst dir später den Spot von ihm. Bis dahin rennst du mal da. Okay. Also ein bisschen aufgucken kannst du auch. Die. Oh. Oh, das ist der Floater. Der ist irgendwo hier. Noch irgendein Geräusch von da? Mal schauen. Was ist der Floater? Einen komischen pinken Schild um sich rum. Will sich zurückziehen? Sollten wir nicht unbedingt zulassen. Du geh mal da in volle Deckung. Schokolade aus. Dann rücke ich jetzt mit allen ein wenig aggressiver vor, weil es kann hier nur der eine Floater momentan was machen. Sonst wurde nichts getriggert. Und sollte auch nicht unbedingt von hier getriggert werden können.
So, hast die einigermaßen Schussposition eingenommen. Du nimmst die andere Seite vom Baum. Würde eigentlich ganz gerne mit den Overwatch gehen, falls der Float da rauskommt, aber dann bis da hinten hinschießen. Ne, Sprint ganz da hinten. Viel toller. Jetzt die nächste Runde richtig rumstenkern, falls irgendwelche Outsider rausgelaufen kommen. Du stehst auch nicht sonderlich gut. Da. Ja, haut weiter ab. Na, ist okay. Den töten wir dann irgendwann, wenn die Outsider tot sind. So, schmeiß mal einen Battlescanner. Ist den wohl ein Loch? Ja, schmeiß den mal in den Raum rein. Jo, da sind sie. Ja, gut. Die wurden dadurch auch getriggert. Das sollte eigentlich nicht passieren, wenn ich es richtig verstanden habe. Wurde aber anscheinend. Nee. Aber in dem Fall jetzt ist es super, weil ich hoffentlich die Deckung wegsprengen kann. Und dann alle anderen ihn flankieren. Nö. Aber ordentlich Schaden gemacht. Wenn ich dahin gehe, um so einigermaßen gut zu treffen, dann flankiert mich der Floater. Nö. Was haben wir noch so? Dich. Du wirst da an Overwatch gehen für den Floater. Zusammen mit Schnabelsch. Jo. Du könntest den suppressen. Du bist doch der Einzige, den... Ja. Ich hätte kurz überlegt, ihn nochmal anzugreifen. Oh. Du kannst ihn auch suppressen. Dann suppress du ihn doch mal lieber. Oh. 71%. Go, go. Krass. Okay, so viel zur Suppression. Das war jetzt unnötig, aber na gut. Overwatch. Heading to that location. Tch, ist der Floater wieder? Du regst dich ein bisschen auf. Oh, die Deckung ist schon eingekratzt. Die kriegen wir bestimmt noch kaputt. Du mach Deckung kaputt. Wenn Deckung überhaupt so einen Counter hat. Ich weiß ja nicht, ob diese Ecken überhaupt zerstört werden können, da sie ja das Schild hier aufspannen. Ich glaube, es gibt keine alternative Animation oder Textur dafür. Scout, trigger bitte mal den Overwatch. Indem du von da nach da gehst. Du bist nicht der Scout. Ich habe nur das Holotech gesehen und dachte sofort, es wäre der Scout. Aber das ist Mr. Macho, der hält das aus. Das ist okay. Hier gibt ein Holotech. Oder töte ihn einfach. Hurra, ist okay. Das heißt, es fehlt hoffentlich nur noch der eine Floater. Vorbei. Schöne Sache. Also der Treffer auf Mr. Macho hätte nicht sein müssen. Der wird jetzt auch wieder zwei Funken flach liegen oder ähnlich. Aber sonst. Keine Verluste. Gegner tot. Gut, gut. Doch nicht, weil die Rüstung es komplett abgefangen hat. Ein Hoch auf die neue Rüstung. Shea darf jetzt mehr Schaden mit Granaten machen. Plus 2 Damage. Ja. Yep. Das war's.
Floater Corpses, Illyrium Alloys, geht 4-mal Flight Computer zum Verkauf und 2-mal Power Source. Das wird doch sofort gemacht. Grey Market. Scroll, 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 scroll. Die weg. Die weg. Go. Dann ab zum Engineering. Also es kommen 2 Gauss Rifles. Damit müssten wir ganz knapp genug haben. Allerdings fehlen immer noch Rüstungen. Skeleton Key ist in Arbeit, ja. Bau mindestens noch 2 davon. Aha. Und sonst kostet zu viel. B-Pod. Chameleon Suit. This suit will make our scouts harder to hit on the battlefield. Hm? Brauch eine Berserker-Korps. Hm, ja, ich weiß halt nicht, was genau das macht. This vest hardens against heavy impacts, reducing damage suffered by the assault at close range. Macht es auch langsamer? Ich hoffe mal nicht. Wobei ich die Assaults, wie schon gemerkt wurde, nicht ganz so sehr einsetze momentan. Zum einen haben wir nicht so viele. Und zum anderen haben wir leider noch keine Gauss-Variante von der Shotgun. Und nochmal ein Scope. Ich glaube, wir hatten auch welche verloren. Und bauen noch einen Scope. Gut. Pleite. Weiter. Waffenfragmente kriegt ihr sofort. Oh. Schöner Rebate. Oh, Large will landen. Und wir haben jetzt gleich die Cover-Op. Commander. Oh, das ist schön. Wann kriegen wir unsere Rookies? Wir haben noch keine Rookies, oder? Nee, erfunden. Wann kommen die? Ein Tag. Nee, okay. Kann ich nicht weiter hinauszögern. Dann jetzt nicht die besten nehmen. Also nicht, ne, die hier oben. Die brauchen wir gleich für die Cover-Up. Das heißt, das haben wir noch so einen Finkias macht den Chef als Medic. Sorak als Sprengmeister. Dr. Decker als Gunner. Michael F. als Sniper. Unbedingt wieder ein Scout zum... Ne? Keltak darf dann die Overwatches auslösen. Da haben wir mal wieder ein Assault. Nee, das ist keine UFO-Mission oder ähnliches, wo ein Assault wirklich Sinn macht. Das spare ich mir lieber auf. Nimm hier Nico Cese noch mit. Braktisch habe ich auch noch gesehen. Was? Braktisch? Braktisch. Und als letztes, was fehlt denn noch so? Ja, eigentlich genau der Assault, ne? Ja, komm, wir haben da einen aktiven, wir haben da einen aktiven. Den nehmen wir jetzt mal Wayne mit. So. Und ausrüsten.